So, herzlich willkommen beim neuen Video aus der Rubrik Planlos in Splatville. Wir schauen uns heute wieder ein bisschen in Splatville um. Und, wie ihr vielleicht wisst, gut, jetzt wisst ihr es, in diesem Video gucken wir uns mal die Spinde an. Und zwar von diesem Inkling hier, nämlich Venzio. Venzio, hier mal ein Kompliment, du hast ja wirklich mal jetzt ein cooles Outfit zugelegt. Bist du auch mal in der im Team Cool hier, ja. Und Goggles, ja, das hast du doch von mir abgeguckt, ne? Venzio, wenn du das hier siehst, du kannst gerne bei mir eine Gasmaske bestellen, ja. Die würde dir, glaube ich, auch gut stehen. So, ich mache hier nochmal schnell ein Foto fürs Thumbnail und dann gehen wir rein. Rein ins Geschehen. Planlos in Splatville, Folge 3. Viel Spaß! Wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kapert die Welle? Sumori Syndikat. Ja, ich freue mich. Die reden mal wieder so schnell, dass man es nicht vorlesen kann. Wundervoll, dann wollen wir mal. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Nanu! Splatfest-Ankündigung. Na gut, denk mal, es ist wieder Zeit. I am Zeit für Splatfest. Oh, ein Splatfest ist immer gut. Yeah! Und was ist das Thema? Was ist das Thema? Sag schon. Momentchen, die Infos kommen erst gerade ein. Ich hab's, das Thema lautet, interessant. Wirklich interessant. Jetzt sag schon. Oder willst du mich so lange auf die Folter spannen? Ja, ganz ruhig, ich bereite mich nur vor. Ja, liebe Hörerschaft, wir präsentieren das offizielle Thema des Splatfestes. Trommelwirbel. Bam! Was ist es, nach dem du strebst? Kraft, Weisheit oder Mut? Ja, ein Triforce-Turnier. Sagt, welches nehmt ihr? Eile mit Weile, erst die Details oder zuerst die Kraft, das Wichtigste zum Siegen. Dann die Weisheit. Ohne die kann ich den Text nicht lesen, weil ich direkt davor stehe. Ei, und schließlich der Mut. Nein, ja gut, der Mut. Mantauro ist im Team Mut. Und anhand von den Umrissen, ich meine, ich kenne mich mit Zelda überhaupt nicht aus, gell? Ich weiß bloß, dass es diesen Link gibt, der ziemlich cool aussieht. Oder das war's schon. Das ist Schiebung. Außerdem mache ich meine Wünsche selbst wahr. Pa! Darum bin ich auch für das Team Kraft. Kraft macht das Unmögliche möglich. Denk nur, eine Marco mit maximaler Kraft. Die Welt würde sich umsehen. Ha, 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 ha. Jetzt kriege ich ja fast Angst. Kraft und Mut habe ich beides. Massenweis. Nur Weisheit fehlt noch irgendwie. Wie ehrlich du mit dir selbst bist, du kennst deine Stärken und Schwächen. Vorbildlich. Kein Ding, im Leben wählt man... Ich sitze ungünstig. Man sieht ja gar nichts, was die sagen. Sollen wir mal in die Mitte setzen? Mit Weisheit wäre das nicht passiert. So eine Straßenkarte ist ab... Ich sitze ungünstig. Soll ich mich mal da hinstellen? Oh, Manometer. Ei, aber... Ja, man braucht Schlauheit. Nee, Mut. Ach, komm. Wenn man die Kerkerwand in einem... Dann brauchst du Mut, um sie zu... Was? Kerkerwand? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, seht schon, das Video ist ganz schön lustig. Ja. Ei! Der Mut dessen, der sie bestimmt die Kraft der Tinte. Alles klar mit dir, Mantaro? Na, jedenfalls habe ich diesmal kräftig Vertrauen in mein Team. Kraft wird siegen. Das kannst du mir nicht weismachen. Mit Team Weisheit weißt du... Ei. Nur Mut. Mut ist der Weg, der zum Triumph führt. Ja, das wär's erstmal. Und vergesst nicht abzustimmen. Also an der Stelle abstimmen ist ein bisschen ein falscher Begriff, weil man beschließt sich, in welchem Team man mitspielen will. Es ist ja keine Wahl, also dass man hier jetzt jemanden wählt. Oh, das wäre mal ein cooles Gimmick bei Splatoon, dass Splatville oder Inkopolis oder was auch immer einen Bürgermeister oder sowas hat zur Wahl aufstellt, dass man einen Bürgermeister wählt. Also ich wähle Mantaro. Der ist cool. Der ist mal was anderes, ja. So. Ja, macht Beute, Leute. Und wir gehen rein ins Geschehen. Planlos in Splatville.
kann losgehen. Ihr seht ja hier schon die Aufbauarbeiten beginnen, dieser Drachenkopf. Was das Splatfest ankündigt. Und ich habe jetzt nur gehört, also ich habe es noch nicht selber gesehen, oder irgendwie, das Team Weisheit. So, ich mache hier erstmal ein Foto für, ich hätte jetzt schier gesagt, für Thumbnail. Vielleicht kommt ja auch das andere Foto auf Thumbnail, ich weiß es noch nicht. Ja, auf jeden Fall ein Foto, für welches Team ich mich entscheiden werde. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, das in der Mitte. Team Weisheit, habe ich schon gehört, so vom Hörensagen. Würde eigentlich auch zu uns passen, oder beziehungsweise zu mir passen, wegen der Farbe Blau. Aber wofür ich mich letztendlich dann wirklich entscheide, das werde ich jetzt dann bald sehen. Aber zuerst gehen wir mal in die Lobby und gucken uns die Spinde ein bisschen an. Wenn man, wenn man mit Freunden spielt, dann, was würde ich jetzt sagen? Dann aktualisieren sich die Spinde und dann kann man sich die Spinde angucken, wie sie aktuell aussehen. Und es geht ja hier vor allem darum, dass wir uns Ventius Spind anschauen wollen, aber wir wollen uns natürlich auch die Spinde der anderen anschauen. Das gefällt mir, man kann hier einfach draufstehen. Hier sind auch überall Poster und Zettel. Hier dieser Bereich, der ist schon echt toll. So, Marx, oh, Faelis Spind. Grüße gehen aus an Faelis, die einen ganz tollen Badge für Marshall Dog Puppy gezeichnet hat. Sie ist auch eine ganz tolle Zeichnerin. Ich werde sie auch mal unten im Video verlinken, wenn ihr also eine Zeichnung wollt, braucht. Die macht euch das gerne. Multifruit. Wer war das jetzt vorhin? Ja, jetzt bin ich schon vorbei. Blitz. Xiao. Blitz. Rätselhaftes Meereswesen. Waschecht Octoling-Soldatin. Uiuiui. Träger 96. Splatville-Enthusiastin. Laulau. Selbsternannte Prinzessin. Oder ganz schön vollgeräumt. Fang 55, Freier Jungspund. Hat auch ein paar Inkling-Blüschlis. Urtet. Swag-Gamerin. Nicht schlecht. Mad Dragon. Brockenjagd-Held der Welt. Mr. Cat 09, der Octarianer, hat einen sehr übersichtlichen Spind. Inosuklub. Ich kann das ja auch. Laivinia, einen sehr übersichtlichen Spind. Das kann ich gar nicht lesen. Aber gefühlvolle Pumpstation, Stammkundin. Nicht schlecht. Ultrasplat, kooperativer Entrepreneur. Auch sehr schön. King, kollaborativer Megawaffe. Ja, King hat da auch ganz. Oh, Angrea. Einen vollen Spind. Soldier 76. Revin, was ist das da unten, das Goldene? Ist das eine Statue gewesen? I'm Tired. Oh, mit den Swag Ninja haben wir auch gestern gespielt. Ronins. Ronins Spind. Splatville Jungspund. War das eine Melone oder ein Zylinder? Das ist meiner Keep Splat. Das ist mein Spind. Dann geht's hier weiter. Endo. Hat sehr viele Sticker, Agent 3, sehr viele Sticker und sehr viele Sachen drin. Kalt G, oh, ist alles in recht leicht Farben gehalten. Auch diese Sticker, wo da so schimmern, sind auch sehr schön. Mr. Aikuru, das scheint auch ein Japaner zu sein, eine Japanerin. Sehr schön. Megatron, sehr schön. Megatron habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Klingt wie einer der Feinde von Godzilla. 10 Foot Tree. Und dann sind wir am Anfang. Marx. Ja, Ventius Spind ist gar nicht da. Da ist wieder Faelis. Nee. Ventius Spind ist gar nicht da. Oder geht's da irgendwo anders in einer anderen Ecke noch weiter? Nee, oder? Es waren alle Spinde. Komisch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euren Spind gesehen habt. Ja, also ob jetzt da Megatron oder Agent 76 oder wer jetzt da gerade war. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euren Spind da gesehen habt. Aber ich habe Ventius Spind gar nicht gesehen. Und mit dem habe ich doch jetzt gespielt. Komisch. Seltsam, hier sind Mülltüten. Komisch. Seltsam. Das ist ein bisschen komisch.
Oder muss man Turf gespielt haben? Doch, wir haben doch auch Turf gespielt. Wir haben gestern auch Turf gespielt, deswegen, als der Revierkampf, ne? Das hier. Ja. Okay. Ich werde hier jetzt ein bisschen trainieren. Das kommt aber in einem extra Video. Und dann zeige ich euch meine Entscheidung, bei welchem Team im Splitfest ich mitspiele. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ein paar Runden trainiert mit meinem Schwabber. Kommt vielleicht nochmal ein extra Video, wenn es euch interessiert. So, ich strebe nach Kraft, Weisheit oder Mut. Gut, wie gesagt, die Farbe Blau würde am besten passen. Aber ich werde dem Team Mut beitreten. Von Mantaro. Mantaros Team. Weil Mantaros Teams sind immer so in der Minderheit. Der wird immer so, dem seinem Team Thema wird immer am seltensten genutzt oder ausgewählt. So, ich werde das Shirt auch gleich anziehen. Hallo? Ja, ist das Splatfest-Shirt. Team Mut. Das heißt, wir werden dann mit grüner Farbe splatten. Und werden wie ein Mantaros Team für Team Mut. Das ist also erstens das, weil den Mantaro mag ich irgendwie. Ja? Und ich mag aber auch Link aus Zelda. So, noch ein Foto für Twitter und für Instagram. Und wo es überall noch gebraucht wird. Und dann sehen wir uns. Es werden jetzt in den nächsten Tagen ein paar Trainingsrunden kommen. Ich werde auch wieder Salmon Run spielen. Und werde das euch zeigen. Und ja, das war's für heute. Planlos in Splatville. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Selbstverständlich. Dann, dass wir dieses Jahr noch die 100.000 Abos schaffen. Bis dann. Macht's gut. Kipp Supernova over and out.